Hallo ihr Lieben, die kalte Jahreszeit haben wir hoffentlich endlich hinter uns gelassen und wir freuen uns alle auf den Frühling. Frühling bedeutet aber auch für viele Gartenzeit bzw. Balkonpflanzenzeit. Und ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie man das alles richtig anstellt, weil ich überhaupt keinen grünen Daumen habe. Deswegen habe ich mir eine Expertin gesucht und zwar Martina Schliebner von der Gärtnerei Schliebner. Martina, was sind denn die absoluten Trendpflanzen in diesem Jahr? Also die absoluten Trendpflanzen sind der Eukalyptus. Das ist eine absolute Trendpflanze in diesem Jahr und Hortensien. Und wie wetterfest sind die? Was muss ich bei denen beachten? Sind die eher für schattige Plätzchen oder eher für sonnige? Also die Hortensie ist super für schattige Plätze. Und der Eukalyptus ist auf jeden Fall gut auch für einen sonnigen Platz. Was super wichtig ist beim Eukalyptus, der darf nicht austrocknen, also der braucht richtig viel Wasser und der ist sogar bis minus 16 Grad winterhart. Aber kann ich mir den auch auf den Balkon stellen oder ist das besser, wenn der richtig in die Erde kommt? Also Pflanzen, die im Topf sind auf dem Balkon, sind halt nicht hundertprozentig winterhart, so wie es Pflanzen sind, die halt in der Erde sind, weil Pflanzen in der Erde einfach nochmal einen viel besseren Schutz haben. Ja, ich bin ja ein absoluter Laie, also ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Ich habe zum Beispiel eine Dachterrasse, die ist zum Süden ausgerichtet und es wird wirklich, wirklich heiß da drauf. Mir verbrennt alles da drauf. Hast du irgendeinen Tipp für mich? Ja, also es gibt Pflanzen, das sind halt absolute Sonnenanbeter. Eukalyptus würde ich da lassen, weil da bist du wirklich nur dreimal am Tag am Gießen. Was gut ist, sind Solanum heißen die. Die vertragen auf jeden Fall super gut die Hitze. Dann die Lantanen vertragen auch super gut Hitze. Zitruspflanzen vertragen das auch richtig gut. Die brauchen auch nicht ganz so viel Wasser wie die anderen Pflanzen, die ich gerade genannt habe. Und was ist, wenn ich einen Balkon habe, der nur im Schatten liegt? Ja. Dann nimmt man wunderbar die Hortensien. Ne, die kann man super gut auf dem Balkon halten. Man könnte auch Rhododendron im Kübel halten. Ne? Die blühen, fangen jetzt an zu blühen und blühen dann so bis Mai, ungefähr so bis Mai, Juni. Und und dann gibt es halt noch so diverse kleine Pflanzen, die man nehmen könnte. Zum Beispiel alle Begoniensorten, Fuchsien, alle Sorten, Weihrauch und fleißige Lieschen, Edellieschen. Was muss ich denn zu dieser Jahreszeit jetzt beachten? Was kann schon raus, was noch nicht? Weil jetzt geht es ja erst richtig los eigentlich. Genau. Also man sollte bis zu den Eisheiligen, die sind Mitte Mai, sollte man immer noch auf Frost achten. Also gerade bei den ganzen Sommerblumen hier, ne, und bei Gemüse. Ein Gemüse oder mehrere Gemüsesorten könnten jetzt schon raus. Und zwar ist das hier Salat und Kohl. Ne, kann man jetzt schon in seine Beete pflanzen, Mitte April ruhig schon. So kalt wird es nicht mehr, dass der kaputt geht. Bei Tomaten, Gurken und bei allen anderen Sommerblumen sollte man auf jeden Fall entweder bis Mitte Mai warten, aber dann gibt es oft nicht mehr so viel. Halt einfach schützen, wenn es kalt wird. Ne, den Wetterbericht einfach verfolgen und nachts sonst abdecken mit einem Vlies oder Eimer drüber stülpen, sodass die bei Frost geschützt sind. Ich glaube, was auch viele unserer Zuschauer interessiert ist, den Bienen, denen wird ja immer mehr Lebensraum genommen. Und es gibt ja Pflanzen, die helfen, den Bienen zu helfen. Was habt ihr da für Möglichkeiten? Ja, und zwar gibt es bei den Sommerblumen auch, die wirklich von jetzt ungefähr, also von Mitte April bis, bis in den Herbst hinein, bis November blühen können, gibt es einige Blumen, die super sind für Bienen, wo die Bienen ordentlich Nahrung finden. Und zwar ja fast ein Dreivierteljahr Nahrung finden. Ne? Und zwar habe ich hier mal was zusammengestellt. Das sind diese Pflanzen, das sind Lantanen, Solanum, Bidens, Milienbells, Zauberschnee und Nemesien. Die bieten auf jeden Fall über einen großen Zeitraum viel Nahrung für Bienen. Ja, ich finde, das war doch alles schon mal super aufschlussreich. Also, wer super schöne Blumen oder Pflanzen kaufen möchte, hier in der Gärtnerei Schliebner seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben und gut beraten. Bis zum nächsten Mal, eure Yara.